Sehr geehrte Damen und Herren, auch nochmal von mir aus Berlin herzlich willkommen beim ersten Clean Air Tech Day in Augsburg. Wir, die Bundesregierung und die Kommunen, haben ein gemeinsames Ziel. Wir wollen eine moderne, urbane Mobilität. Eine Mobilität, bei der der Verkehr fließt, statt zu stocken und die dabei zunehmend auf innovative Antriebsformen setzt. Eine Mobilität, die den Menschen und der Umwelt dient. Denn Mobilität ist das Fundament für unsere Wirtschaft und das Fundament für die Freiheit der Menschen. Aus diesem Grund freut es mich besonders, dass heute hier in Augsburg beim ersten Clean Air Tech Day Technik, Innovation, Wissenschaft und Umweltmedizin in einem Raum versammelt sind. Ihr seid die kreative Basis, um die Lösungen von morgen zu entwickeln. Oberbürgermeister Kurt Griebel hat in diesem Bereich schon unglaublich viele Ideen. Und ich kenne die gut, denn er nervt damit uns auch, denn er geht natürlich auch mit uns zusammen in die Zukunft, weil er will seine Region, seine Stadt nach vorne bringen. Und das ist gut so. Wir sind in einer Zeit, in der man neue Wege gehen muss, Ideen austestet und Erfahrungen sammelt. Genau das gibt uns die Möglichkeit, die Probleme der Zukunft zu lösen. Auf der ganzen Welt sind Metropolregionen von hohem Schadstoffausstoß und verstopften Innenstädten betroffen. Das ist unsere Chance, Modelle zu exportieren und damit auch für unsere Wirtschaft neue Geschäftsfelder zu erschließen. Auch wir im Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur packen das Problem an der Wurzel an. Mit dem Sofortprogramm Saubere Luft fördern wir wirksame Maßnahmen wie beispielsweise intelligente Verkehrslenkung, alternative Antriebstechniken und Dieselbusnachrüstung. Wir wollen mobil und digital zusammenbringen. Wir unterstützen die Städte dabei, die Luft schnell und nachhaltig zu verbessern. Fakt ist, dass wir in den letzten Jahren in den Schadstoffausstößen viel erreicht haben, bis zu 70% gesenkt haben. Das wollen wir deutlich ausbauen. Mit den sogenannten Intensivstädten mit besonders hoher Belastung sind wir bereits in intensivem Dialog. Darauf müssen wir aufbauen. Und dort, wo der Schuh drückt, brauchen wir weitere Ihre Ideen und Ihre Lösungsansätze. Mit Ihren kreativen und innovativen Vorschlägen wird die saubere Mobilität der Zukunft gestaltet. Weiter so und eine schöne Konferenz.